Kunsthandwerkermärkte werden immer beliebter, so wie der Schwäbische Kunstmarkt in Metzingen, der jährlich stattfindet und an dem sich fast 100 Künstlerinnen und Künstler beteiligen. Dann verwandelt sich der Kelternplatz samt Keltern in ein Eldorado für Liebhaber der schönen Dinge. Jedes Jahr reisen die Aussteller aus ganz Deutschland und auch aus den Nachbarländern an, um ihre vielfältigen Waren anzubieten. Der Markt so vielfältig wie die benutzten Materialien. Einen etwas anderen Kunstmarkt konnte man jetzt in Tübingen erleben. Der ukrainische Verein und die West-Ost-Gesellschaft haben gemeinsam mit dem Atelier Lange Gasse 62 einen internationalen Kunsthandwerkermarkt veranstaltet. Neben einer Stickereiausstellung konnten Interessierte auch an verschiedenen Workshops mit den Künstlerinnen teilnehmen und sich selbst einmal in der Perlen-, der Mal- oder der Strickkunst versuchen.